Schon in 4 Jahren sollen tief im Weltall 2 Sterne verschmelzen und uns eine waschechte Nova bieten. Ein blutroter Fleck im Sternbild Schwan wird erwartet, so hell wie der Polarstern. Sichtbar nicht nur mit riesigen Teleskopen, sondern mit dem bloßen Auge. Davon geht zumindest ein US-Astronomenteam aus. Wie wahrscheinlich solch eine vorhergesagte Sternexplosion tatsächlich ist und alle weiteren Facts zu diesem Thema bekommt ihr jetzt. Herzlich willkommen bei Klicks und Science and Fiction. Gestern Abend lag ich noch bei mir auf dem Hausdach hier in Berlin und beobachtete die Sterne. Total beeindruckend war, dass man trotz der Lichtverschmutzung hier in der Großstadt noch einige sehen kann. Zum Beispiel den Jupiter. Und wenn man genau hinguckt, sieht man auch, dass er wirklich größer als die Sterne ist und eine kleine Fläche hat. Hammer. Kommen wir zum Thema, natürlich mal wieder über WhatsApp vorgeschlagen, vielen Dank. Genau gesagt geht es um 2 Sonnen, die im 1842 Lichtjahre entfernten Sternensystem KIC 9832227 kollidieren sollen. Das Ergebnis, eine sogenannte rote Nova. Diese These hat ein amerikanisches Forschungsteam auf der Jahrestagung der American Astronomical Society im letzten Jahr verkündet. Wenn sie recht behalten und wir diese Sternexplosion tatsächlich mit bloßem Auge beobachten können, wäre es tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit der Fall, dass dies mit Ansage passiert. Die US-Astronomen und Astronominnen haben Hinweise darauf gefunden, dass der Doppelstern im Sternbild Schwan kurz vor einer Explosion steht. Konkret besteht er aus 2 Sternen, die sich umkreisen. Schon jetzt sind sie sich so nah, dass sich ihre äußeren Hüllen berühren. Dazu einer der beteiligten Forscher, Larry Molnar. Die beiden Sterne teilen eine einzige Atmosphäre wie 2 Erdnüsse in einer gemeinsamen Schale. Forschungsteams weltweit sind an der Sache dran und Messungen haben bereits erste Ergebnisse offenbart. 11 Stunden brauchen die beiden Sterne für eine Umkreisung. Doch die Umlaufbahn des Pärchens hat sich in den letzten Jahren verändert. Der lichtschwächere Stern der beiden benötigt eine deutlich kürzere Zeit, um an dem 2. Stern vorbeizuziehen. Und er nimmt an Fahrt auf. Viele Untersuchungen wurden durchgeführt, um auszuschließen, dass das Verhalten des Doppelsterns nicht auf einen 3. Stern zurückzuführen ist. Ja, und bislang sprechen alle Hinweise dafür, dass es sich um 2 Sterne handelt, die eben kurz vor ihrer Verschmelzung stehen und nicht unter dem Schwerkrafteinfluss eines anderen Sterns stehen. Das alles erinnert an den Doppelstern V1309 Scorpii, der 2008 explodierte, nachdem sich seine beiden Sterne immer näher gekommen waren. Fest steht dennoch, dass 2 Sterne miteinander kollidieren. Das passiert sehr selten. Es gibt Schätzungen, nach denen von den 100 Milliarden Sternen in der Milchstraße kaum einer eine Kollision hinter sich hat. Sie im Vorfeld aber sogar noch vorherzubestimmen, das ähnelt schon fast 6 Richtigen im Lotto. Bisher ist KIC 9832227 übrigens nur mit starken Teleskopen zu sehen. Falls es aber wirklich zu einer roten Nova kommen sollte, wird sie wohl so hell strahlen wie der Nordstern bzw. die sehr hellen Sterne des Großen Wagens. Und das Forschungsteam kann es selbst kaum fassen, dazu Matt Wellaut. Das wäre ein bedeutendes Ereignis, nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch, weil es die Menschen auf der Straße faszinieren kann. Wenn die Vorhersage stimmt, dann wäre dies das erste Mal in der Geschichte, dass Eltern auf eine dunkle Stelle am Himmel zeigen können und sagen, seht Kinder, dort versteckt sich ein Stern, der bald ganz hell aufleuchten wird. Hammer! Wir werden darüber berichten, vielleicht sogar live. Wenn ihr kein Video dazu und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, die YouTube-Abo-Box, die funktioniert ja einfach gar nicht, dann addet mich bei WhatsApp. Nur dann verpasst ihr kein Video. Über WhatsApp erfahrt ihr von mir noch vor allen anderen vom neuesten Video, täglich garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klick zum Social and Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, aber nicht, genau, die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken. Da geht es um eine sensationelle Supernova. Und ansonsten, bis dann. Bleibt dran.